russischen Winter ist schon allgemein extrem, in Moskau umso mehr. Nicht umsonst heißt ein Sprichwort in der russischen Hauptstadt, Verkehrszeichen seien für Touristen erfunden worden und Bremsen für Feiglinge. Wie soll man da trainieren, damit man jeden Abend sicher nach Hause kommt? Eine Möglichkeit sind die Extremfahrstunden des Moskauer Andrei Lunin. Was man sonst vermeidet, rutschige Situationen bei hoher Geschwindigkeit, wird hier gezielt trainiert. Wie das außer Kontrolle geraten des eigenen Wagens, wenn dieser gar nicht mehr auf die eigenen Lenkbewegungen reagiert. Ziel ist hier manchmal zumindest das seitliche Kippen des Gefährts zu verhindern, besser noch die Rückgewinnung der Kontrolle trotz Eisklette. Da geht es manchmal mehr seitwärts zur Sache in den Unterrichtsstunden als vorwärts. In der Tat ist all das eine gute Vorbereitung. Denn wer schon einmal im Winter auf Russlands Straßen unterwegs war, weiß, dass freigeräumte und gestreute Strecken keine Selbstverständlichkeit sind. Und so wird Lunin mit seinen Extremfahrstunden weiter genug Kunden finden, nicht nur unter Russland-Reportern.